Hallo, guten Tag. Nochmal vielen Dank für alle Briefe, die ich da ständig bekomme. Heute lese ich eins oder zwei davon auf jeden Fall. Ich muss nur sagen, mit Waage zu leben ist wirklich sehr schwierig, weil Waage hat unheimliche hohe Vorstellungen und Ansprüche an die Menschen. Deswegen, wie ich schon gesagt habe, du darfst keine Warzen haben, keine Kornhaut und keine Pickel irgendwo. Das mag Waage überhaupt nicht. Deswegen ist das sehr schwierig. Das macht uns liebevoll. Und das macht uns Menschen doch so nett und so schön. Deswegen sagen wir zu jemandem, der ein bisschen dick ist, mein Pummelchen, mein Dickchen. Meine Rolle, was auch immer, wie man da sagt, zu den Leuten, die ein bisschen dicklich sind, das ist doch das Leben. Aber Waage gefällt das gar nicht. Deswegen, ich habe da eine Freundin, die ist, weiß ich nicht, ich glaube Stier, ja genau, die ist Stier. Und wie wir wissen, Stiere, vor allem Frauen, die ein bisschen älter sind, die mögen sich nicht unbedingt schminken und so zu einer Puppe machen, wie eine Waage das von einer Frau verlangt und sich wünschen wird, nicht? Du musst ja aussehen wie aus einer Fotografie, aus einem Poster. Und Stiere Frauen, die ein bisschen älter sind, die mögen das nicht. Die machen ihre eigene Kosmetik selbst, die backen ihre Brote selbst, die schminken sich nicht. Die leben lieber mit der Natur oder mit den Tieren. Das ist halt ihr Leben. Und diese Frau lebt mit einem Waagemann. Ganzes Leben ist eine Tragödie und ein Kampf, weil dieser Mann verlangt und wünscht sich von ihr, dass sie so schön ist wie ein Mädchen aus einer Fotografie oder aus einem Poster. Aber die Frau will das nicht, weil diese Frau ist Stier. Aber trotzdem leben sie immer zusammen und kämpfen. Und das ist das Problem, mit einer Waage zu leben, weil diese Ansprüche von jemandem, das wollen, was die Waage im Kopf hat, immer zu verlangen, ist unmöglich und nicht realistisch. Auf jeden Fall, ich muss ja aufpassen, weil die Zeit läuft. Jemand hat geschrieben, Waage kann nicht ehrlich ihre Gefühle ausdrücken. Sie hat Schwierigkeiten, mit den eigenen Gefühlen fertig zu werden, weil die so häufig dem Ideal des Guten, Wahren und Schönen widersprechen. Das ist das. Für die Waage sollten alle Emotionen immer freundlich, angenehm, liebevoll und harmonisch sein. Das ist das. Man kann das beobachten, wenn man mit einer Waage zusammen ist. Und du zum Beispiel irgendwelche obszöne Sätze oder obszöne Ausdrücke oder Worte benutzt, das mag Waage natürlich nicht. Da wirst du sehen, im Gesichtsausdruck, sie mag das nicht, das gefällt ihr nicht. Oder wenn du Waage schickst, irgendwelche, diese Pornofilmchen, die da laufen im Internet, die sind eigentlich für pubertäre Jungs gemeint und die Jungs lieben das und schicken sich zu, wir Erwachsenen sollen da lachen und schmunzeln darüber. Aber wenn du sowas Waage schickst, wird Waage empört und schreibt dir sofort, warum schickst du mir überhaupt sowas? Dann hat jemand hier geschrieben, wenn Waage Ärger, Hass oder Eifersucht empfindet, bekommt sie Angst. So etwas darf Waage nicht passieren und so etwas darf Waage nicht empfinden. Denn sie schleppt ein Schuldgefühl wegen den hässlichen Dingen um sich herum. Das ist auch wahr. Dann hat jemand geschrieben, dass diese hässlichen Sachen haben sich in ihre Seele eingenistet. Oft unterdrückt die Waage die eigenen Gefühle, weil sie nicht in ihre Vorstellung passen, wie die Menschen sein sollen. Und weil sie ihr Ärger machen, wenn sie ihre wahren Gefühle zeigt. Und diese unwirkliche Welt der
vollkommen Harmonie wird so unrealistisch, dass sie nicht mehr mit alltäglichen menschlichen Konflikten fertig wird. Das ist ein großes Problem, eine Waage. Aber leider sehe ich, dass meine Zeit ist schon um.